So, herzlich willkommen alle zu dieser wunderbaren Buchpräsentation der Neuerscheinung Was macht die Digitalisierung mit den Hochschulen? Heute präsentieren zwei der insgesamt vier Herausgeber. Und zwar ist das einmal Marco Demantowski, Professor für Neuere und Neueste Geschichte und ihre Didaktik und Leiter der Professur für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften und ihre Disziplinen an der Pädagogischen Hochschule. Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz und Dr. Robin Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Philosophie und ihre Didaktik und außerdem auch Mitarbeiter im Projekt Lehrpersonen im digitalen Wandel. Die beiden anderen Herausgeber sind leider nicht dabei. Das ist einmal Dr. Gerhard Lauer, Professor Gerhard Lauer, die Professur für Digital Humanities an der Universität Basel. Und Dr. Bert de Ville, der Leiter der Ambulanz und Medienambulanz der LWL-Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum. Und wir steigen jetzt direkt ein in die Buchpräsentation und die Herausgeber werden uns ein bisschen erzählen, wie es zu dem Band kam und worum es darin geht. Ja, also zunächst mal ist der Band ja entstanden aus einer Klausur, die im 2019 stattgefunden hat und wo diese Frage, was macht die Digitalisierung mit den Hochschulen, im Mittelpunkt stand. Und wenn man verstehen will, wie dieses Buch zustande kommt, muss man eigentlich ein paar Takte über diese Klausur sagen, die nämlich nicht einfach ein akademisches Event ein Standardverfahren sozusagen war, sondern eigentlich der Versuch, die Diskursdynamik um die Digitalisierung selbst ein bisschen auszuhebeln. Wir haben im Vorfeld beobachtet in unserer Gruppe von Herausgebern, dass jetzt eine Diskrepanz entstanden ist zwischen dem Diskurs über das Digitale in den Medien, in den klassischen Medien, aber auch in den digitalen Medien einerseits und auf der anderen Seite, wie Bildungsverantwortliche in Hochschulen tatsächlich denken und urteilen. Und in dieser Diskrepanz, was sozusagen hier berichtet wird über Digitalisierung, welche Werte da zugrunde gelegt werden und dem, wie Akteure in Hochschulen und Schulen darüber denken, eigentlich die Positionen gar nicht mehr wirklich durchkommen. So dass für uns eigentlich immer weniger wahrnehmbar wurde, war, was ist eigentlich wichtig, was ist sinnvoll, was für Haltungen und Einsichten liegen eigentlich den Entscheidungen derjenigen zugrunde, Digitalisierung im Bildungswesen maßgeblich gestalten. Die wollen wir zusammenbringen. Zum anderen haben wir eine Rhetorik, auch eine Dynamik in diesem Diskurs, den wir seit längerem beobachten, dass die Praxis der Digitalisierung, wenn man es mit einem historischen Vergleich sagen möchte, so etwas wie ein Kolonialisierungsversuch ist, sozusagen der Hochschulen und Schulen mit der neuen Technologie. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist das eben jetzt kommt, das neue, moderne, aufgeklärte, super Hightech-Tool und wir bringen es euch in die Hochschulen und Schulen und damit einhergehend eben die Idee, dass das Kreidezeitalter in der Schule, sozusagen das vergangene, vormoderne, endlich überwunden wird. Und diese Dynamik zwingt gewissermaßen den Akteuren in den Schulen und Hochschulen dazu, eigentlich breiten Widerstand zu machen gegen etwas, was sie nicht von sich aus suchen, sondern was sozusagen von außen mit diesem Gestus, wir zeigen euch jetzt mal, was wirklich modern und fortschrittlich ist. Beides zusammen, also dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was denken und wollen die Akteure in den Bildungseinrichtungen und zum anderen, dass man die Studierenden und Hochschullehrenden und Lehrerinnen und Lehrer nie gefragt hat, was sie eigentlich für eine Digitalisierung suchen.
Beides zusammen, also sperrt die Diskussion in so eine binäre Situation von emphatischer Annahme und Ablehnung. Und auf beiden Seiten, wenn man fragt, was ist vernünftig, ist man für Digitalisierung? Natürlich, wenn man vernünftig ist, ist man gegen Digitalisierung. Das gab ein Patt, eine Rahmung, die uns sehr unglücklich schien. Und so hat es Bertil Wild dann mal ausgedrückt, wir müssen eigentlich aus dieser Dualität von Annahme und Abwehr austreten und eine Art gestaltendes Denken suchen. Und dann haben wir uns gefragt, gut, wie können wir einen Raum schaffen, wo ein gestaltendes Denken statt jetzt dieses Binäre eigentlich greifen kann? Wie können wir Kollegen, Expertinnen zusammenbringen, die mal in Ruhe mit uns nachdenken wollen, wo blicken wir eigentlich hin, wo in welche Richtung suchen wir eigentlich zu gestalten? Also das ist das Vorfeld und im Buch findet man jetzt 16 Beiträge von Teilnehmerinnen der Klausur. Sehr disparat, sehr verschieden, sehr bunt in den Ansätzen. Es sind ausgearbeitete Essays, es sind Thesen, thesenartige Dokumente, es sind Beiträge, die blogartig da sind. Und zusammen, um noch was Tolles über das Buch zu sagen, mit einer hervorragenden, schönen Ausstattung, wunderbares Papier, ordentlich geheftet, gebunden, Fotos dazwischen. Also auch ein sinnliches Ereignis. Nebst dem, dass es natürlich Open Access zugänglich ist, Ende des Werbeblocks. Marco? Achso. zur Entstehung des Buches noch. Achso, ich muss sagen. Ja, gut. Also, wir machen ja einen Werbeblock, insofern alles gut. Ja, also das ist kein Sammelband in dem Sinne, wie man ihn ja fast bis zum Überdruss kennt, wenn ich es sagen darf, woran ich gar keine Lust mehr habe mitzuarbeiten, sondern das ist eigentlich ein Essayband. Also es sind keine Vorträge gehalten worden bei dieser Klausur, sondern es waren unterschiedliche Formen freien Denkens unter ganz wunderbar gemischten Expertinnen der digitalen Transformation. Bewusst divers ausgesucht, aber jeweils in ihrem Fach hervorragende Personen. Und denen haben wir zu Beginn eine kleine Kladde gegeben und einen Bleistift, beides sehr hochwertig. Und die sollten sich während der Klausur und in den unterschiedlichen Formaten freien Austausches so ihre Gedanken machen. Und aus dieser Kladde heraus, aus diesen Gedanken, haben wir immer wieder sozusagen auch Bilder in dem Buch enthalten, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier gut erkennen kann. Und aus diesen Mitschriften und Ideen sollten dann im Nachgang eben Essays entwickelt werden in freier Form. Das heißt, wir haben keine Vorgaben gemacht darüber, wie diese Essays aussehen sollen. Wir wollten keine Einschränkungen, wir wollten freies Denken. Und das macht eigentlich das Büchlein, ich habe es eben jetzt in Vorbereitung unseres Treffens hier nochmal mir angeschaut, macht es so bunt und so nett zu lesen, mit vielen Anregungen, ja, lohnt sich auch das zu kaufen, muss man sagen, ja, weil das so schön ist. Und ja, also ein freier, es ist ein Essayband und kein Sammelband, das ist vielleicht das Entscheidende, was man sagen muss, ein Sammelband, der in einem Wochenende entstanden ist, dass alle Beteiligten, soweit ich informiert bin, ja, vielleicht kommen jetzt wütende Proteste im Nachgang hier dieser kleinen Zoom-Sitzung, aber die alle Beteiligten als auch privat sehr schön erlebt haben. Und das war unser Anliegen, dass wir hatten ein Orgelkonzert, wir hatten Spielgänge, wir hatten wunderbare Abende und ja, aus diesem Geist heraus sozusagen dieser Klausur ist dieses Büchlein entstanden. Und ich möchte auch die Gelegenheit gern nutzen, den Geldgebenden für dieses Buch auch hier an der Stelle mal zu danken. Das ist die Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf. Vielen Dank, liebe Gerda-Henkel-Stiftung. Das ist die Stiftung Kulturimpuls aus Bornach. Vielen Dank, liebe Stiftung Kulturimpuls. Das sind die Achtemed-Klinik-Gruppe. Vielen Dank. Und das ist auch meine Hochschule, die einen guten Teil des Budgets kofinanziert hat.
Ja, so. Also danke, 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 danke. Ja, das wäre vielleicht so meine Gedanken zur Entstehung ergänzend, was zu dem, was du gesagt hast. Ja. Wie es weitergeht vielleicht? Ja, oder? Jetzt. Ich wollte gerade sagen, das klingt alles nach einem wunderschönen Wochenende und erklärt vielleicht auch so ein bisschen die andere Herangehensweise. Also als ich die Einleitung gelesen habe, ist das sofort als, ohne dass das irgendwie negativ gemeint werden, sein soll, im Gegenteil, das ist was ganz anderes. Also so ein literarischer Einstieg. Mhm. Nicht so akademisch, wissenschaftlich, wie man das sonst kennt. Der schönste Satz meiner Meinung nach ist ja, über Lehren und Lernen nachdenken bedeutet auch, sich zu fragen, wer wir sein wollen als Mensch und als Gesellschaft. Also sowas lese ich zumindest selten in einleitenden Texten zu Sammelbänden. Aber da dies ja kein Sammelband ist, sondern eine Essay-Sammlung, das ist wunderbar. Genau. Wir haben auch absichtlich versucht, eben diese Frage in der Vorbereitung zu überlegen, wie können wir aus dem Ausbrechen, auch diesem, was der akademische Anspruch dann immer mit sich bringt, dass man sozusagen die Disziplin durchdekliniert oder jedenfalls so repräsentieren muss in seinen Beiträgen, dass die Frage, wie denkst du darüber und welche Richtung, wo liegt da dein Engagement drin, oft mehr so in verklausulierten Sätzen am Ende irgendwo vielleicht durchschimmert. Und gerade weil eben die Diskurse so verlaufen, wie ich es versucht habe anfangs zu sagen, war das die Frage, kriegen wir eine Atmosphäre, wo man auch vertrauensvoll sozusagen mal Klartext reden kann. Und das war während der Klausur, hatten wir uns die Regel gegeben, eben das nicht mitgeschnitten, nicht mitprotokolliert, gefilmt, getwittert und so weiter gleichzeitig wird, sondern dass das dann sozusagen außerhalb ist und was gesprochen war in der Klausur, blieb erstmal da. Und so haben wir auch mit dem Veranstaltungsort gespielt, dieses Kloster in Gießen, wo jetzt eine psychosomatische Klinik untergebracht ist, die vor allem auch eben Suchterkrankungen im Zusammenhang mit Internet und Digitalität in den Blick nimmt, versucht zu therapieren. Diesen Ort sozusagen in seiner ursprünglichen Funktion, nämlich als Rückzugsort, als Kontemplationsort, als Besinnungsort, was ist eigentlich wesentlich? Und damit haben wir versucht zu spielen, klingt jetzt ein bisschen zu leicht, aber damit auch so umzugehen, dass wir sozusagen an das, was uns wesentlich ist, auch herankommen können. Und, ja. Das heißt, ein Buch über Digitalisierung geschrieben in rein analogen Rahmen, ohne digitale Hilfsmittel, ohne digitale Medien dabei. Absolut. Das war die Idee. Wir versammeln Digital-Expertinnen und setzen die aber frei, setzen die in eine Sondersituation. Ein Kloster bringt ja auch immer sozusagen die Vorstellung von Sondersituationen mit sich, außer Kraftsetzung von alltäglichen Routinen. Und genau das wollten wir. Ja? Sondersituationen. Raus und freies Entwickeln von Ideen, ganz viel Gemeinsamkeit. Deswegen war die Gruppe auch sehr klein. Also wir waren insgesamt nur 20 Personen, die dann tatsächlich da waren. Wunderbar gemischt. Und jeder hatte Gelegenheit, den oder die anderen und auch gut kennenzulernen. Es sind auch persönliche Kontakte entstanden. Und dahinter steht natürlich die Idee, dass wir das so fortführen wollen und dass wir zum Themenbereich der digitalen Transformation dann doch in loser Folge immer wieder solche Klausuren in Angriff nehmen zu unterschiedlichen thematischen Aspekten. Und ja, nächstes Jahr geht's weiter, oder Robin? Absolut, das ist die Idee und im Moment sind wir dabei, das zu denken und vorzudenken, wo könnte da der nächste Hotspot sein. Wir sind ja mit diesem Buch zufällig sozusagen in die Corona-Situation gekommen, was dieser Frage natürlich unglaubliche Aktualität nochmal gebracht hat und ähnlich
versuchen wir das jetzt auch. Wir sehen nächstes Jahr in Deutschland Bundestagswahlen, wir haben die Präsidentschaftswahlen in den USA jetzt und beobachten alle mit Sorgen die Dynamiken der Digitalisierung im Hinblick auf politisches Geschehen und politische Handlungsfähigkeit. Und das wird wahrscheinlich der nächste Themenschwerpunkt sein, dass wir das versuchen, wieder so zu drehen, aus der Sorge sozusagen in die Gestaltung, in die Frage, welche Chancen liegen eigentlich, welches Potenzial läge da drin, um unser Zusammenleben anders zu gestalten, zu demokratisieren, statt sozusagen die Fundamente des Demokratischen weiter zu zerlegen, was jetzt doch sehr stark zu beobachten ist. Das heißt, nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommt dann der zweite Teil. Das ist wenn alles gut geht und, ja. Und der Verlag wieder so super mitmacht, das war wirklich großartig, diese Zusammenarbeit. Von unserer Seite wäre das natürlich höchst attraktiv, dass wir sozusagen unser Herkunftszusammenhang des Akademischen hier auch durch diesen Verlag sozusagen manifestieren können, aber nicht unbedingt die Form, wie es jetzt eigentlich so ein Verlag vielleicht fordern würde, unbedingt einlösen müssen, sondern dieses freie Format der Essays gerade dort platzieren können. Das finde ich sehr befriedigend an der Sache. Es wird auch was Neues geben, und zwar planen wir ein Preisausschreiben. Das wird veröffentlicht werden in einer sehr renommierten Publikumszeitschrift für Intellektuelle, die monatlich erscheint. Das Preisausschreiben hoffen wir dann gegen Ende des Jahres zu lancieren. Da wird es hoffentlich dann auch ein Preisgeld geben. Und die Sieger, die dann von der Jury gekürt werden, die werden dann auch zur Klausur eingeladen. Und diese Klausur wird wahrscheinlich auch wieder in einem unglaublich schönen Umfeld stattfinden. Aber da kann ich jetzt leider noch nicht so viel verraten. Aber dieses Element des Preisausschreibens finde ich halt persönlich sehr wichtig, weil es die Sache stärker öffnet, für mehr Überraschung sorgt und Dinge mit Personen mit an die Klausur bringt, mit denen wir vielleicht erstmal gar nicht gerechnet haben. Und weil das gerade eben erwähnt wurde, das Jahr mit der besonderen, mit den besonderen letzten 6 Monaten, um nochmal ein bisschen auf den Inhalt des Buches auch zurückzukommen. Also diese Klausurtagung, das war ja letztes Jahr, richtig? Das war 2019? Das heißt, es wusste noch niemand etwas von Corona. Es hatte noch niemand was davon gehört. Und dieses Jahr, als dann von heute auf morgen die Lehre komplett umgestellt werden musste, auf digital, auf online, das wird ja im Buch thematisiert, Online-Lehre als mögliche Zukunft von Hochschulen. Wenn ihr jetzt rückblickend die Möglichkeit hättet, das aus der diesjährigen Perspektive noch mal ein bisschen zu betrachten, wäre das anders? Würde das anders aussehen? Also die Art, wie wir darüber nachgedacht haben im Mai 2019 im Vergleich zu jetzt. Ich finde es bemerkenswert, ich habe es jetzt auch noch mal angeschaut, dass eigentlich alle Beiträge versuchen, an irgendeiner Stelle das binäre Denken analog versus digital aufzubohren, aufzubrechen und eigentlich auf was anderes zu schauen. Exemplarisch führen das auch ein bisschen lustig Christoph Kappes und Katrin Passig in ihrem Beitrag vor, wie sie sozusagen zu jeder These sagen, eigentlich ist immer auch das Gegenteil wichtig. Also alles muss digital werden, nein, alles muss analog werden, nein. Diese Binaritäten, die funktionieren so nicht, wenn man sich genauer auf die Fragen einlässt. Und man könnte sagen, also einerseits kann man sagen, je mehr man über Digitalisierung von Hochschule nachdenkt, landet man dabei, eigentlich über Hochschule nachzudenken. Ja, so wie wenn man über Digitalisierung der Schule nachdenkt, eigentlich die Frage stellen muss, was ist Schule, wozu ist sie da, wie ist eine gute Schule und alle Fragen, die damit zusammenhängen. Also
sozusagen das Spezifikum digital, das fällt in gewisser Weise aus der Gleichung raus, wenn man es, sondern die Frage ist vielmehr dann zu sehen, digital ist eigentlich überall und an sich ist, dass etwas digital ist, noch kein Alleinstellungsmerkmal, kein Qualitätskriterium, kein so, sondern dann muss man fragen, wie wird denn Hochschule aussehen, wenn das Wissen allen jederzeit zur Verfügung steht? Wie sieht das? Und dann spricht man nicht mehr so sehr von Digitalisierung, also diesem Prozess, dass immer mehr und mehr digitale Infrastrukturen und Applikationen den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens begleiten oder so, sondern man spricht über, wie könnte es denn in Zukunft gehen, wenn all das sowieso vorhanden ist. Also so und unter dieser Perspektive würde ich sagen, sind wenige Beiträge outdated durch die Erfahrung des letzten halben Jahres, sondern ich würde sagen, da ist nochmal Schub dahinter, aber es ist wichtig, das im Kopf zu haben, dass natürlich die Erfahrung, vor allem was jetzt Schule betrifft und Hochschule betrifft, die Erfahrungen, die wir jetzt alle irgendwie gemacht haben, damals noch nicht so vorlagen. Aber ich sehe eine unglaubliche Kontinuität in den Diskursen, in den Diskussionen, in den Fragen, die jetzt sehr laut geworden sind. Die kann man sagen, die dort schon sehen. Und das liegt sicher auch an der Expertise der TeilnehmerInnen, die sich lange mit diesen Fragen beschäftigt haben. Ja, ich denke auch, also die Expertise zeigt sich genau daran, dass die Situation nicht strukturell neu war, sondern nur in ihrer, sag ich mal, Dringlichkeit, in ihrer außerordentlichen Überraschungszeit, die da eingetreten ist, auch in ihrer Totalität. Aber grundsätzlich war es sozusagen die digitale Transformation der tertiären Bildung an Universitäten und Hochschulen angeht, ist das nichts Neues, was da passiert ist. Nur, dass es jetzt eben sein musste, dass es keine Alternative gab und dann... Ja, dass sich jetzt selbst die Kollegen, die bisher immer skeptisch sozusagen, die glaubten sozusagen, diese Prozesse der digitalen Transformation wie abwettern und überwintern zu können, dass die sich dem nicht mehr entziehen konnten, sondern durch die Situation genötigt waren, sich auch aktiv damit zu beschäftigen, was dann ja auch zu sehr viel leidenschaftlicher Diskussion im letzten halben Jahr geführt hat, in die unser Buch jetzt auf eine ziemlich glückliche Art und Weise hineingestolpert ist. Ja. Ach, stimmt. Ja, also das hat einfach gut gepasst. Aber letztlich nicht nur Glück, sondern ich meine, wir haben uns ja was dabei gedacht, als wir uns für diesen speziellen Fokus für die erste Diesener Klausur entschieden haben. Es gab durchaus auch andere Optionen, über die wir gesprochen haben, also die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Politische Kommunikation war auch im Vorfeld der 2019er Klausur schon auf der Tag, also auf unserer Liste möglicher Themen. Den Bereich der tertiären Bildung fanden wir eben damals schon besonders dringlich und haben damals schon erwartet, dass es da auch Diskussionen dazu geben wird. Ich habe einen Kommentar von Sarah Genner, die eigentlich auch noch mal bestätigt. Sie sagt, sehr guter Punkt, denn sobald man über Digitalisierung nachdenkt, muss man sich Fragen nach der Essenz von Hochschule, Bildung etc. stellen und dann löst sich die Binarität zwischen digital und analog auf. Allmählich. Und das ist ja im Grunde das, was Sie auch eben gesagt hattet. Ja, als Historiker wissen wir ja auch, dass digitale Formate es nicht erst seit letztem Jahr gibt, nicht erst seit März, auch nicht erst seit der Erfindung, seit der öffentlichen Freischaltung des Internets 1990. Digitale Formate, also Formate der Datenverarbeitung und Erfassung und so weiter,
des Data Minings, die sind wesentlich älter und sind, gehen bis an die Grundwurzel der europäischen Moderne. Die sind jetzt gerade so dunkel geworden, ich weiß gar nicht warum. Wo kommt denn? Wir haben ein Unwetter hinter uns, deswegen ist es gerade dunkel geworden. Ja, das ist letztlich auch die These des Postdigitalen, die ich versuchte so ein bisschen in den Diskurs einzubringen im Feld der Klausur. Was nicht heißen soll, eben, dass das Digitale jetzt oder Digitalisierung zu Ende ist, sondern eigentlich, wie bei der Postmoderne oder beim Postkolonialismus, eigentlich die Frage, wie die binären Enden zusammengehören, sozusagen wichtiger wird und für den Alltagsgebrauch gewissermaßen nicht mehr unterscheidbar ist. Was ist jetzt eigentlich digital und was ist analog? Ist das Buch, was wir hier in Papierform vor uns haben, ist das eigentlich analog? Nein, es ist ein durch und durch digitales Produkt. Es ist die Lehre, die wir zusammen im selben Raum anwesend abhalten. Ist das, inwiefern ist das, kann man das noch als analog bezeichnen oder umgekehrt, wenn man auf Digitale guckt, wie viel analog? Also man sieht meine These ist damit eben, dass dass es immer weniger Sinn macht, entlang von dieser Unterscheidung zu argumentieren, sondern wieder zu fragen, was ist gutes Lernen, wie sieht Hochschulunterricht aus, der eben aus der Sicht der Studierenden weiterführt. In den Schulen beobachten wir, dass eben auch die Diskussion um Digitalisierung oft eine Diskussion sozusagen an den Sichtstrukturen des Unterrichts ist. Und die Klausur macht eigentlich deutlicher, die Beiträge hier, dass wir auf die tiefen Strukturen schauen sollten. Also was passiert, wenn wir so und so lernen? Wie aktiviert eine bestimmte Art von Unterricht das Denken der Schülerinnen und Schüler und im Hochschulkontext eben gleichfalls? Du hast es ja in einer intensiven Debatte über die Frage, über den Begriff der Präsenz in den letzten Monaten sehr scharf diskutiert. Ja, wo eine ähnliche... Ich habe nicht so scharf das. Du hast, sehr kluge und vorsichtig deine Thesen vorgebracht und wurdest dafür verschiedentlich angegriffen. Aber genau das ist eigentlich das, was dieser Band, glaube ich, so zusammenführt, die Beiträge, dass wir uns über Präsenz unterhalten müssen. Und die ist nicht gebunden unbedingt an physische Präsenz gegenüber einer virtuellen Nichtpräsenz, sondern die Frage zum Beispiel, wie entsteht eben ein geteilter Aufmerksamkeitsraum, der die Grundlage alles Lernens ist. Und sobald man darüber spricht, ist es sehr interessant, die Möglichkeiten nebeneinander aufzufalten, die geteilte Aufmerksamkeitsräume haben, statt zu sagen, ist das jetzt digital oder ist das analog? Markus, er hat noch versucht, das Licht zu aktivieren, also dass wir nicht im Dunkeln sitzen. Das heißt also, könnte man ja sagen, also gibt es die Digitalisierung, gibt es gar nicht. Ist das richtig? Es gibt verschiedene. Ja, es gibt, die Digitalisierung, das ist... Wir reden auch lieber von digitaler Transformation inzwischen. Mhm. Weil der Begriff der Digitalisierung hat so etwas Essentialistisches. Also der hat sozusagen in seinem semantischen Raum schwingende Dinge mit, denen wir eigentlich widersprechen wollen. Digitale Transformation wird gemacht. Die geschieht dann zwar auch, aber nur dadurch, dass sie gemacht wird und also auch gestaltet wird. Digitale Transformation ist eben dann, das ist super, ist kein Schicksal, sondern ein kulturelles Produkt. Und das finde ich, vielleicht ist das möglicherweise auch eine der Einsichten, auf die uns sozusagen noch stärker gekommen sind in der Corona-Krise, nämlich die Notwendigkeit, es wirklich täglich zu gestalten. Also wir machen das natürlich schon länger hier und die Expertinnen und Experten, die in diesen dabei waren,
machen das auch schon länger, aber dieser positive Gestaltungsaspekt, ja, der, den kann man eben mit dem Begriff der digitalen Transformation viel besser fassen. Mhm. Also insofern würden wir das Buch vielleicht jetzt anders nennen wollen. Könnten wir das vielleicht nochmal umbenennen? Könnt ihr es nochmal neu schreiben und dann könnt ihr das nennen, wie ihr möchtet. Ja. Ja, ich denke auch, diese Digitalisierung, erstens wirkt es wie eine Naturkraft, ja, die jetzt über uns herkommt. Das ist die eine Situation, dass man immer der Außenstehende ist, der etwas toll findet oder das abwehren muss. Zum anderen hat es diese kolonialisierende Situation des modernen, aufgeklärten, fortschrittlichen, technologischen, was jetzt rein soll in die unterentwickelten Schulen, die noch in der Kreidezeit hängen. Und damit gibt es auch eine Asymmetrie der Akteure, der Beteiligten, die ungut mir erscheint. Und es unterliegt diesem ganzen, diese Fortschrittsidee. Es wird besser dadurch. Und entsprechend muss man dann auch sagen, nein, es wird ganz schrecklich dadurch. Und das eben bildet so einen Rahmen der meisten Podiumsdiskussionen, der meisten Feuilletons, die wir so ein bisschen versucht haben, hinter uns zu lassen durch diese Frage digitale Transformation. Wie gestalten wir sie und wie bekommen wir sozusagen Agency, um noch so ein Wort reinzubringen, zurück an diejenigen, die es betrifft und das gestalten wollen, statt sozusagen auf ein naturgegebenes Ereignis reagieren zu müssen. Ich glaube, einer der Beiträge beschäftigt sich mit der Rolle, die Hochschulen übernehmen müssen, sollen, bei der digitalen Revolution. Das ist besser. Entschuldigung. Genau, wenn ihr dazu noch irgendwas was sagen wollt, und also digitale Revolution, das ist ja schon eine Weile her. Ja, also digitale Revolution ist eine Anspielung, eine historische Anspielung auf die industrielle Revolution und ist jetzt nicht so sehr verbunden, so wie ich jetzt Bette Wild, glaube ich, war es, der den Ausdruck verwendet hat, nicht so sehr sozusagen die Idee, boah, jetzt kommt eine Revolution und so, sondern meint mehr in diesem historischen Vergleich diese Situation von industrieller Revolution, wo wir auch nicht so sehr auf die Dampfmaschine gucken, sondern auf die gesellschaftlichen Folgen, auf die politischen Folgen, auf die Folgen für das Selbstverständnis des Menschen, dass wir sowas wie eine Moderne haben, dass wir plötzlich ein hochurbanisiertes Leben führen, die Arbeitsteilung, die explodiert ist dadurch. Und in diesem Sinne ist es so ein Scheinwerferbegriff, wenn wir so gucken auf das, was Digitalisierung oder digitale Transformation bringt. Wo liegt da eigentlich diese gesellschaftliche Schicht, die Umwälzung unseres Zusammenlebens? Wo hat die da bereits stattgefunden, ohne dass wir es vielleicht schon gemerkt haben? Und wenn sich das sozusagen auslebt, wo kommen wir da dann hin? Und Bert Wild hat in seinem Beitrag sehr stark gemacht, dass die Aufgabe der Hochschulen nicht zu klein gesehen werden sollte, sondern dass eigentlich die Art des wissenschaftlichen Arbeitens umso stärker bleiben sollte. Nämlich die Kapazität, sich selbst in Frage zu stellen, sowas wie eine Tradition zu bilden im Sinne von sorgfältiges Bewahren und Weiterführen des Wissenkorpus, den wir haben. Er ist ja Mediziner und weiß, ja, glaube ich, sehr, sehr gut, was es bedeutet, diesen Schatz der Medizin sozusagen weiterzugeben und nicht disruptiv, leichtsinnig sozusagen da drüber hinwegzugehen.
Er hat betont, dass wir stärker lernen müssten, Widersprüche auszuhalten und sozusagen uns auch an diesen Ort zu begeben, wo wir es noch nicht so genau wissen. Und dann zu erhoffen, dass man zu einer nächsten Einsicht vielleicht kommt, Entdeckerfreude zu haben. Also so also Grundtugend des Wissenschaftlichen, die eben im Zuge sozusagen dieser Ökonomisierungsdynamiken, des Antragswesens, Kennzahlensteuerung, ja, all diese, diese Sachen, die er sieht und er selbst erlitten hat, ja, wie aufzubrechen und zu sagen, nein, es braucht umso stärker Institutionen, die sozusagen für das Wissenschaftliche selbst stehen. Das heißt, die Hochschule, die ja eher also strukturell hierarchisch aufgebaut ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, könnte man eher eigentlich als Konflikt verstehen. Also es gibt diesen Konflikt zwischen Institut und der Natur, der Digitalität. Also wie, ja. Genau, deswegen habe ich kürzlich, oder irgendjemand hat kürzlich getwittert, dass die Universität vor der Bologna-Zeit eigentlich besser geeignet gewesen wäre für die digitale Transformation. Das glaube ich, wäre eine interessante These und die zeigt eben auch, welches Janusgesicht Reformen haben, die immer sich damit beschäftigen müssen, Zukunft zu antizipieren, das aber nicht zu können. Ich glaube, die Bologna-Reform ist der Klassiker dafür. Ich muss ja leider die Maske tragen, ich bin gerade ermahnt worden. Aber ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen. Wir haben ja Sarah Genner jetzt bei uns hier in der Sitzung und ich fände es unglaublich schön, wenn vielleicht, Sarah, du verzeihst mir das hoffentlich, wenn Sarah vielleicht auch nochmal ihre Perspektive auf die Veranstaltung und das Buch mit einbringt. Das fände ich unglaublich schön. Vielleicht müssen wir sie laut stellen. Ja, Sarah, wie sieht's aus? Möchtest du? Noch hören wir dich nicht. Sprechen zugelassen. Okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Sarah, wenn du dich noch einschalten kannst, mach das einfach, finde ich total gut. Ja? Ich glaube, sie ist jetzt da. Ja? Ich bin hier, tut mir leid. Ich war einen ganz kleinen Moment weg, weil ich Wasser aufgesetzt habe und dann plötzlich höre ich meinen Namen. Ganz tut mir leid. So ist die Digitalisierung. Man ist dann am Kochen und dann spricht man plötzlich ins Internet. Ja, es war die Frage, ob du auch deine Eindrücke und vielleicht Gedanken, die du mitgenommen hast von der Klausur, vielleicht noch einbringen könntest hier. Ja, ich wurde ja damals angefragt, ob ich da teilnehmen möchte und ich war am Anfang total überrascht, dass eigentlich mein Traum wahr wurde, dass man sowas machen kann wie mit anderen interessanten Leuten, was jetzt gerade total eitel geklungen hat, aber einfach mit interessanten Leuten, sich auszutauschen zu einem Thema, die eben aus akademischem Hintergrund kommen, eher aus künstlerischen Gebieten und auch sogar Politik und Praxis. Und das ist eigentlich mein absoluter Traum von wie Forschung und Wissensgenerierung funktionieren müsste. Dass man eben mit all diesen Feldern im Austausch ist und dass man sich dann zurückzieht in eine Klausur und da nachdenken kann und dann das eigene Denken schärfen und hinterfragen kann und dadurch eben auch weiterbringen kann. Und insofern war das wirklich so ein Traumerlebnis, wie man das selten hat und dass man dann dafür noch etwas Geld gekriegt hat, das ist eigentlich so, wie es sein müsste, aber in der Praxis eigentlich nie funktioniert. Insofern haben hier diese vier Herausgeber des Buches was möglich gemacht, was ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Insofern würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn diese Reihe fortgesetzt würde und eben hier diese Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Themenfeldern immer rund um dieses Digital-Thema, wo man eben merkt, ja,
es geht eigentlich häufig um was anderes, aber es verbindet eben doch was. Wenn dieses Medium ins Spiel kommt, dann passiert was. Und da genauer hinzugucken, was ist denn genau, was passiert, was wird anders und was bleibt eben gleich, das ist sehr spannend. Ich hoffe, das geht weiter. Ja, danke. Okay. Ein weiterer Punkt, der mir beim Lesen aufgefallen ist, ist das Sprechen über postdigitale Bildung. Wo ich jetzt auf Anhieb denken würde, postdigital, sind wir da jetzt nicht ein bisschen schnell bei der Vergabe des Terminus? Aber ja, vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen. Ich glaube, es geht dabei um die Generation Z, um die TikTok-Generation und das da die Probleme dort eben vorwiegend dann beginnen zu existieren, wenn es eben keine Digitalisierung gibt. Also wenn sie ohne digitale Medien auskommen müssen. Was ja in einem bestimmten Missverhältnis zu dem steht, wie Hochschulen aufgestellt sind und arbeiten. Ja, also das ist dein Paradethema. Genau. Also eben postdigital wäre in meinem Verständnis nicht als nach dem digitalen Zeitalter oder so zu verstehen, sondern im Sinne von Lyotard, der den Begriff der Postmoderne in einer bestimmten Weise geprägt hat, wo er sagt, dass die Postmoderne ist nicht das Ende der Moderne, sondern ist der Moment, wo wir eigentlich nicht mehr sinnvoll unterscheiden können, ob was modern oder vormodern ist, weil die Moderne sozusagen auch in den letzten Winkel des Vormodernen eingedrungen ist und umgekehrt im Modernen eigentlich überall Vormodernes immer weiter existiert. Und das ist ein Selbstbild sozusagen des Modernen, mehr als eine Realität. Und so entgleitet sozusagen dieser Begriff, er löst sich wie auf. Der Begriff des Postdigitalen ist in der Kunst eigentlich entstanden, in der Kunstrezeption. In den Nullerjahren gab es eine starke ein Trend zu digitaler Kunst und die sich abgesetzt hat gegen eben altmodische oder frühere Formen der analogen Kunst und hat sich sozusagen da wie auch eigene Museen und eigene Ausdrucksweisen geschaffen und gegen Ende der Nullerjahre wurde dann deutlich, wenn man genauer schaut, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen digitaler Kunst und nicht digitaler Kunst, analoger Kunst? Und je genauer man guckt, löst sich eigentlich dieser Unterschied auf. Das beginnt beim Pinsel, wie ist der hergestellt worden, über die Farben, über die Medien, wie Kunst gesehen und verarbeitet wird. Überall ist Digitalität da. Und das kann man, glaube ich, sehr gut anwenden auf den Bildungsdiskurs, wo man zuerst auch so die Nullerjahre die Begeisterung, wow, da ist was Neues, das kann in die Schulen rein, das wird unser Bildungswesen transformieren. Diejenigen, die digital unterrichten, sind irgendwie hip und die anderen sind flop oder altmodisch und da entstand sozusagen diese Spannung und postdigital, wie alle anderen Postdiskurse, die versucht eigentlich darauf hinzuweisen, dass das so ist und dass diese Idee von automatischer Modernisierung qua digitalem Tool so nicht funktioniert. Und ich habe dann versucht, das ein bisschen inhaltlich zu bestimmen. Was könnte das sein, wenn man das weitergeht und sozusagen von der durchgängigen Präsenz und Ununterscheidbarkeit von digitalem und analogem irgendwie ausgeht. Und das versucht ein bisschen deklinieren, auf was für Punkte man da kommt. Und ein Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass immer stärker in den Vordergrund vielleicht kommt, statt das Wissen zu haben und zu verteilen, sowas wie die Bezüge auf Wissen stärker oder bedeutsamer werden. Also, dass ich mich mit was beschäftige, was Marco einen Bezug zu einem bestimmten Themenfeld hat, ist für mich genauso wichtig, wie dass ich weiß, dass ich etwas über das Themenfeld weiß. Weil
er sich mit etwas verbindet und ich mich, wenn ich mich mit ihm unterhalte, mich zugleich sozusagen gerne auch mit der Verbindung, die er zu dem Thema hat, auseinandersetze. Statt nur sozusagen, er ist irgendwie der Übermittler eines Inhalts. Weil eben digitale Infrastrukturen das Wissen sozusagen als Inhalt so distribuieren und auch zugänglich machen, wird, glaube ich, diese Art die Bezüge, die wir als Menschen auf Wissen haben und die Beziehungen, die wir bauen durch Wissen oder durch Bezüge auf das Wissen, was die Klausur ja auch in gewisser Weise gemacht hat, diese Beziehungen zu einem Gedanken sozusagen in den Vordergrund zu bringen. Ja, das ist sozusagen, das ist die digitale Dystopie, in der wir hier versuchen zu arbeiten, ein nagelneuer Campus, der macht, was er will. Ja, also ja, das ist nur bedingt Einfluss. Selbstgesteuert wird jetzt, die Sonne kommt wieder durch, jetzt wird hier dunkel gemacht, aber gleich könnt ihr uns noch besser sehen, weil jetzt die Innenbeleuchtung wieder angeht. Ja. Okay. Ja. Das ist perfekt außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben im Moment keine weiteren Fragen im Chat. Deshalb vielleicht schon mal in Richtung Abschluss gehend. Wenn jeder von euch noch was sagen müsste, wie die Hochschule der Zukunft aussieht. Stichpunkte vor allem eben natürlich Digitalisierung, aber auch Interdisziplinarität, Open Science. Was wären eure Schlussworte da? Ja, dann hast du vielleicht das letzte Wort. Achso, nein, ich kann nicht verloren. Ich muss mal kurz. Okay. Ich muss mal kurz. Ja, ich kann ja meine anziehen. Ja, jetzt musst du, genau. Wir hatten gerade hier Besuch vom Machtdienst, der uns hier gleichzeitig ein historisches Dokument der Corona-Zeit, dass wir das hier aufsetzen müssen. Ja, ich bin total skeptisch. Das System Hochschule ist extrem träge, wird ganz maßgeblich gespeist und aufrechterhalten von der Mentalität seiner maßgeblichen Akteure und vollzieht bestimmte Transformationen immer nur so unwillentlich nach. Ich darf auch daran erinnern, dass die letzte große Reform, gerade jetzt in Deutschland, aber dann eben auch in der Schweiz und in Österreich, auch extern durch die Politik angeschoben und veranlasst worden ist. Ich habe mich vorhin schon kritisch dazu geäußert, aber das ändert nichts daran, dass zu sagen, so dieses System, Universität, Hochschule, sich aus sich heraus nur extrem träge verändert. Das war, BildungshistorikerInnen wissen das, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit der Bildungsexpansion genau das gleiche. Das waren politisch verursachte und angeschobene Veränderungen. Das heißt, das wäre eben mein Appell an die Bildungspolitik sozusagen. Die Bildungspolitik muss proaktiv darüber nachdenken, wie die Hochschule und die Universität der Zukunft im Rahmen der digitalen Transformation gestaltet werden soll. Das tut sie auch schon. Gerd Lau und ich haben in unseren beiden Aufsätzen jetzt vom Frühjahr, die auf dem Portal des Philosophischen Fakultätentages liegen, auch diese Maßnahmen aufgezählt, also Ausschreibungen, Untersuchungen, Erhebungen. Ich selber bin auch in bestimmten Gremien unterwegs, die das mitsteuern, aber es reicht offenbar nicht aus. Wir müssen weitere Steuerungsmaßnahmen hin, nicht um die Angst vieler Kolleginnen und Kollegen vor einem essentialistischen Digitalisierungsbegriff weiter zu stärken, sondern um Potenziale digitaler Transformation, also bewusster, hochschuldemokratischer, kollaborativer Gestaltung dieses Prozesses in die Wege leiten zu können. Darauf kann man nicht warten, das muss man tun und das muss auch von außen veranlasst werden. Ja, Lyotard hat es mal so gesagt, Wissenschaft wird immer mehr ein Spiel mit vollständiger Information. Und das verändert, glaube ich, vieles. Also das heißt, es ist sozusagen durch das autoritäre Gefälle, was es früher gab, dass das Wissen auch nur beim Professor, Professorin liegen konnte und dann verteilt werden musste,
haben wir jetzt die Struktur eben fast eines Spiels mit vollständiger Information. Und gleichzeitig macht man ProfessorInnen zu Wissenschaftsverwaltern, Organisatoren, die sozusagen eigentlich in einer Art Umkehr des Organisationsbetriebs durch E-Mail und die ganze Art, wie das strukturiert ist, vom Antragswesen, Drittmittel und so weiter eigentlich zu Wissenschaftsorganisatoren. Und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Glaube ich, dieses Potenzial, was da drin liegt, dass wir Räume schaffen könnten und Hochschule ja eigentlich immer auch das ein bisschen war, wo nicht das sichere Wissen sozusagen gehortet wird, sondern sozusagen die Wachstumsspitze gesucht und gepflegt wird. Also das heißt, Räume des Unsicheren, der belehrten Unwissenheit, wie Cusanus das nennt. Also, dass wir uns trauen und nicht dafür sanktioniert werden, ja, dass wir was nicht wissen, sondern gerade darin uns stärken können. Da sehe ich so ein bisschen eine Zukunftsperspektive. Wenn man alles googeln kann, dann ist es eigentlich viel interessanter, Fragen zu stellen, im Nichtwissen sich aufzuhalten, um den nächsten Schritt zu machen. Da sehe ich eine Perspektive auch für die Didaktiken, aber auch für die Art, wie vielleicht jenseits eben dieses unglaublichen Verwaltungsaufwandes Fruchtbarkeit hier an diesen Orten bleiben könnte. Ja. Das lasse ich jetzt so stehen, weil ich dem völlig zustimme. Und ich finde, das sind schöne Schlusswörter gewesen. Wenn von eurer Seite sonst nichts mehr dringend zu erwähnen wäre, würde ich sagen, beenden wir die Diskussion, die Buchpräsentation hiermit. Vielleicht könnt ihr das Buch nochmal kurz etwas höher halten, damit jeder sieht, wie schön das wirklich geworden ist, auch wenn es natürlich wirklich in Open Access mit Schutzumschlag. Ja. Und ich muss dem Verlag dafür die Maske ab, genau. Ich muss dem Verlag danken mit einem extrem günstigen Einkaufspreis. Ja, nur 29 Euro für dieses tolle Buch. Ja. Und wie gesagt, ja, gerne das nächstes Jahr. Das ist ein sehr spannendes Thema und ein großartiges Herausgeberkollegium natürlich. Vielen Dank für das anregende Interview und ja, man sieht sich, man hört sich. Vielen Dank und auf bald. Genau. Schönen Abend allen. Danke. Tschüss.